herzlich willkommen zurück zu God of War. In der letzten Folge hatten wir es mit diesem komischen, ich weiß nicht mehr, wie er hieß, schwarzer Atem oder sowas zu tun. Und da kam die Hexe vorbei und hat gesagt, folgt mir. In eine andere Welt? Kommst du mit? Nur für eine kurze Zeit. Nur für eine kurze Zeit. Und er will sie immer noch nicht bei sich haben, aber ich habe irgendwie so das dringende Bedürfnis danach, die beiden zu verkuppeln, sodass wir... okay, sie will dahin. Sodass wir eine neue Familie hier haben werden. Wir nehmen das hier. Greitha. Geht nicht. Ist kaputt, sagt Sindri. Sindri? Der Zwerg am Fuß der Hügel. Er arbeitet noch daran. Als ich vorbeikam, war niemand dort. Vielleicht ist er fertig. Ja. Zwerge sind äußerst geschickt. Und nervtötend. Zumindest die zwei, die wir kennen. Das auch. Da hat er allerdings recht. Den musst du umlegen. Da, neu. Moment, kommen wir da nicht da an? Da unten ist die Chest. Hast du denn vielleicht auch eine Lösung für mein Chest-Problem? Von dort aus reisen wir nach Alfheim. Zum Glück liegt er nicht mehr unter Wasser. Warum ist die Kreatur am See? Das weiß niemand. Eines Tages war sie da. Kurz darauf griff Thor sie an und ihr langer Kampf war in allen Welten zu spüren. Er endete unentschieden und Thor kehrte mit leeren Händen zu Odin zurück. Die Schlange blieb und wurde so groß, dass sie nun ganz Midgard umspannt. Ha! Es stimmt! Seitdem hassen sie sich. Wenn Ragnarök kommt, werden sie einander töten. Glaubst du an Ragnarök? Ich wünschte, ich würde es nicht. Okay. Weißt du, wir haben mit der Schlange gesprochen. Wirklich? Er übertreibt. Ich bin gut mit Sprachen. Sie hat mit uns gesprochen. Selbst wenn ich sie nie gehört habe. Die Schlange verstehe ich aber überhaupt nicht. Das kann leider niemand. Sie spricht eine tote Sprache. Oh. Klingt einsam. Okay, die wartet drauf, dass wir durchgehen, oder? Vorsichtig. Hier entlang. Bist du sicher? Wir waren schon einmal hier und es wird kein Weg hinüber. Siehst du? Ist das so? Ich zeige dir etwas. Schaust du zu? Josta! Was? Es ist fest! Alpenarchitektur. Meine Bogensehne war mit dem Licht von Alfheim getränkt. Sie kann jetzt die Magie der Alben erwecken. Moment, sie verschwindet nicht wieder, oder? Nicht solange das Licht frei scheint. Hier entlang. Ich will auch eine. Und hier? Kannst du mir dabei auch helfen? Von Svanahe. Aus Svanahe? Du kennst es? Nur Geschichten. Mutter hat nicht viel über die Warngötter erzählt. Nur, dass sie immer Krieg gegen die Asen führen. Verglichen mit Odin und Thor sind das wohl die Guten. Es gibt keine guten Götter, Junge. Das habe ich dich doch gelehrt. Okay. Dann komm mal her, Kleiner. Ich habe was zu lesen für dich. Dies sind die Runen von Muspelheim, der Feuerwelt. Kein Ort für Kinder, auch nicht für Tapfere. Die Sprache von Nivelheim, ein übler Ort voller Eis und Nebel und Missgunst der Zwerge. Okay. Oh. Dann gehen wir mal hier weiter, ne? Junge, hierher. Sieh mal, das ist die Weltenschlange. Sie ist so viel größer, als ich dachte. Da, sie hat Thor gebissen. Oder wird ihn beißen, offenbar. Das ist doch nicht Thor. Das sieht aus wie eine Frau, die gerade was am Säugen ist, irgendwie. Mehr als nur Muten, genau. Mehr als nur Muten. Oh. Können wir jetzt hier durch? Thank you.
Tyrs Tempel. Er baut mit Hilfe der Riesen. Der große Tyr bereiste von dort aus die neuen Welten und wahrte so den Frieden unter ihnen. Sieht nicht besonders friedlich aus. Wo wir auch hingehen, werden wir angegriffen. Vor allem von toten Dingen. Die lebenden Toten werden immer zahlreicher. Früher einmal waren die Straßen und Wege voller Menschen. Jetzt sind alle fort oder geflohen. Außer den Häschern, die in einer solchen Welt überleben können. Warum darf ich nicht laufen? Geht am Fuß dieser Treppe nach rechts. Okay. Jetzt darf ich wieder. Was ist denn links? Okay, links ist nur Wasser. Da, wieder ein Lichtkristall. Warte dort, während ich das Licht erwecke. Hat geklappt. Was machen wir genau? Die Schäden reparieren. Heb zuerst die Achse an. Okay. Gut, jetzt schieb sie zurück an ihren Platz. Bring jetzt das Rad wieder zurück auf die Schiene. Perfekt. Jetzt schieb die Brücke die Schiene entlang. Wow, die komplette Brücke dreht sich. Wie kann sich die komplette Brücke drehen? Mann, du bist echt stark. Ja, könnt schieb immer weiter, bis die Brücke ihre erste Position erreicht. Ja, würde ich ja gerne, aber ich darf ja nicht. Nein. Er war schon immer sehr stark. Du bist noch nicht fertig. Du musst die Brücke bis ganz zum Ende schieben. Aber ich darf nicht durchschieben. Ah, jetzt darf ich mal. Sehr schön. Ist aber auch nicht gerade ungefährlich, wenn er da so auf dem Ding rechts sitzt. Was die Toten angeht, jemand nannte sie Hehlläufer. Aber was sind sie? Es sind arme, ruhelose Seelen, die weder Frieden noch Gerechtigkeit bekommen. Weshalb? Kann Bahnmagie Tote erwecken? Konnte sie einst. Doch dies ist kein Zauber. Diese Plage der Toten ist nur ein Symptom für eine Welt, die aus dem Gleichgewicht geraten ist. Etwas oder jemand hat mit mächtigen Kräften herumgepfuscht. Das ist alles, was ich sicher weiß. Das ist perfekt. Kommt wieder rauf. Wir sind jetzt bereit. Bereit für was? Das war beeindruckend. Ne? Aber von mir. Meinem Rücken geht es gut. Durch diese Türen. Haben die Riesen oder die Alben Tyrs Tempel gebaut? Alle Völker haben bei seinem Bau geholfen. Es war der letzte Akt der Zusammenarbeit zwischen den Welten, bevor der Frieden endgültig erlosch. Sieht aber sehr schön aus hier drin. Moment, das ist doch wieder... Ach, wieso darf ich mich nicht mal umschauen? Leute, ernsthaft. Oh, ja, ich komme ja schon. Justus. Deine Sehne leuchtet nicht mehr. Ihre Macht ist nun erschöpft. Es war nur noch wenig Magie enthalten und wir haben sie verbraucht. Dein Bogen, bitte. Sobald ihr das Licht von Alfheim habt, erfüllt die Sehne mit seiner Macht. Das ist wichtig. Okay. Du sprichst, als würdest du nicht mitkommen. Ich versuche es, aber es wurden Maßnahmen ergriffen, mich in Midgard zu halten. Warum? Die Götter halten nicht viel von mir. Sind wir da? Es ist so dunkel. Dieser Tempel hat fast 150 Winter lang unter Wasser geschlafen. Nur das Licht des Bifrost kann ihn wieder erwecken. Die Wurzeln wirken nicht wie deine Magie. Sind sie auch nicht.
Die Wurzeln sind Teil des großen Weltenbaums und ermöglichen die Reise zwischen den Welten. Tretet an. Wie funktioniert es? Du brauchst das, einen Bifrost, um zwischen den Welten zu verkehren. Er speichert, bewahrt und überträgt das Licht von Alfheim. Platziere den Bifrost dort. Was jetzt? Warte kurz. Der Tempel erwacht langsam aus seinem tiefen Schlaf. Von diesem Raum aus, und nur von hier aus, könnt ihr von einer Welt zur anderen reisen. Was ihr hier vor euch seht, zeigt den Tempel, in dem wir gerade stehen. Sowie die Weltentürme, die draußen den See der Neun umringen. Alle Welten existieren im selben physischen Raum, Spiegelbilder voneinander. Diese Türen, die Türme draußen und die neun Welten sind alle miteinander verbunden und bestehen gemeinsam auf den Ästen des Weltenbaums. Getrennt nur durch das Bifrostlicht von Alfheim. Dieser Ort kann dieses Licht bündeln und steuern. Ist das der Weltenbaum? Ein kunstvolles Abbild davon. Nein, Yggdrasil ist viel, viel mehr als das. Der Baum des Lebens ist mit dem Schicksal der Welt verbunden. Genauso sind wir es mit ihm. Der Baum nährt unsere Böden. Der Tau seiner Blätter speist unsere Täler und Flüsse. Der Existenz des Baums verdankt die gesamte Schöpfung ihr Dasein. Seine Lebensenergie bildet das Geflecht des Lebens. Geburt, Wachstum, Tod und Wiedergeburt. Jeder Strang geht über Raum, geht über Zeit hinaus. Alles kehrt zum Baum zurück. Und so funktioniert es. Aber du warst wohl auf eine zweckmäßigere Antwort aus. Ja. Nun gut. Die Brücke, die ihr draußen verschoben habt, ist derzeit auf Varnaheim gerichtet. Dreh das Rad stattdessen auf unser eigentliches Ziel. Alfheim. Moment, bewegt das die große Brücke draußen? Ja, das Rad dreht die Brücke und die Brücke richtet sich an den Weltentürmen draußen am See aus. Aber an diesem hier ist kein Turm. Und deshalb ist die Reise nach Jötunheim unmöglich. Ohne einen Turm zur Verbindung mit der Brücke kann die Sequenz nicht beginnen. Darf ich jetzt mal? Für jede Welt steht eine Weltenrune, die die Brücke zu dieser Welt freischaltet. Ich gebe euch die für Alfheim. Jetzt könnt ihr euren Bestimmungsort eingeben. Okay. Wusste ich das? Wir sind bereit. Denkt immer an den Bifrost. Den dürft ihr nicht verlieren. Jetzt richtet sich die Weltenreisebrücke aus und die Zwischenwelt wird sich öffnen. Siehst du den riesigen Kristall? Jede Welt hat einen entsprechenden. Er konzentriert und verstärkt die Macht des Bifrosts und öffnet die Brücke zu jener Welt. Deshalb ist die Reise zu den Welten nur von dieser Kammer aus möglich. Was ist mit dem fehlenden Weltenturm auf dem See? Der Jötunheim-Turm verschwand vor über 100 Wintern aus allen Welten, als die Riesen aus Midgard verschwanden. Wo der Turm jetzt ist und wie sie ihn bewegt haben, ist immer noch ein Rätsel. Klappt nicht. Wir sind noch hier. Folgt mir. Der Bifrost ist dunkel. Diese Reise war seine letzte. Ihr könnt erst wieder zurück, wenn er mit dem Licht von Alfheim erneuert wird. Also setzen wir fest. Jemand mit deinen Fähigkeiten sollte problemlos zurück nach Midgard kommen. Können wir dann den schwarzen Atem vertreiben? Mit dem eingefangenen Licht von Alfheim, ja. Oh, was ist das? Na? Ach, das war nein! Nein, nein, nein! Enden. Das war das. Ich dachte, da ist was zum Einsammeln. Entschuldigung, Entschuldigung. Wir sind wieder zurück, ne? Nur auf der anderen Welt, so wie ich es verstanden habe. Oh ja. Oh. Warum musste ich gerade an Dino Crisis denken? Willkommen in Alfheim, meine Herren.
Meint ihr, ihr findet's? Das Licht? Ich erkenne es kaum. Etwas stimmt nicht. Seht ihr die Lichtsäule am Horizont? Sie kommt aus der Mitte des Ringtempels. Dort ist, was wir brauchen. Nein. Nein, 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 nein. Verdammt, noch was nicht! Was Um die Bifrostmagie herzustellen, müsst ihr ins Licht gehen. Doch passt gut auf, dass euch der Bann nicht abgibt. Ich will meine Hexe bei mir in der Nähe. Sie ist nicht tot, oder? Unwahrscheinlich. Komm. Okay, also die Götter haben es anscheinend doch geschafft. Sieh dich doch mal um. Dass sie bleib nicht bei mir. Fass nichts an. Oha, was ist das? Ich glaube, du hast's erledigt. Ja. Sieh mal da oben! Dann grad nicht. Was denn? Wow, was war das denn? Nicht unser Problem, Junge. Konzentrier dich. Es wird aber vielleicht unser Problem. Wollte ich nur mal erwähnt haben. Was ist das denn? Das leuchtet so. Das ist aber nichts zum Einsammeln, ne? Was ist hier mit den Runen? Hier, Junge. Was steht da? Gefahr. Etwas von einem ewigen Krieg um das Licht. Verstehe ich nicht. Wenn beide Seiten es brauchen, wieso teilen sie nicht? Gier. Ein häufiger Grund für Krieg, wie du merken wirst. Ja, die Gier nach Geld, die ist meistens das Problem. Was heißt meistens? Sie ist immer das Problem. Sie ermorden immer mehr Lichtalben. Es ist Krieg. Oder das Ende davon. Die mit den Roben haben verloren. Oh. Dunkelheit! Wo ist der hin? Warum greifen die uns an? Wir haben nichts getan. Es werden mehr kommen. Wo kommt dieses Zeug überhaupt her? Hallo? Geht's noch? Oder wann ist es mehr? Ja! Hast du was gesagt? Nein. Oh, na gut. Moment. Ha! Guten Tag. Noch ein Schiffelteil. Ich setze sie mal zusammen. Genau, mach das mal. Okay, sieht zwar sehr schön aus. Wenigstens kommen wir dem Licht näher. Aber es birgt anscheinend auch große Gefahren. Moment, ist das Sindri? Kompassgebietsmarkierung. Wenn der Kompass golden wird, ist ein Ziel in der Nähe. Suchen Sie die Gegend nach Hinweisen ab. Okay. Moment, hier ist aber noch was. Bitte was? Also da muss ich auf jeden Fall rum. Wieso kann ich da nicht drauf werfen? Hä? Okay. Fragen wir erstmal ihn. Hi, kann ich mit dir sprechen? Warum bist du vor uns, ihr Zwerg? Uns wurde gesagt, unser Pfad sei der einzige zwischen den Welten. Es mag der einzige für euch sein, aber Zwerge stecken voller Überraschung. Das ist keine Antwort. Ah, genießt die Verwunderung. Es gibt wenig Wundersames, wenn man so viel geheimes Wissen besitzt wie ich. Wo man in den Welten exotische Dinge findet, wie man daraus Werke schafft, die die Vorstellungskraft sprengen. Dem Neuling erscheint das alles wie Magie.
Aber... Oh, oh, na gut. Es ist Magie. Jetzt zufrieden. War diese Axt wirklich für meine Mutter? Oh, die würde ich überall erkennen. Ganz ehrlich, eine unserer besten. Bestellt mit den dröhnenden Schreien von 20 Frosttrollen. Ungefähr. Aber warum? Woher kanntest du sie? Sie suchte uns auf, damals am Anfang. Sie war eine besondere Frau. Sie wollte Menschen beschützen. Für uns war es eine Chance, jemandem Macht zu verleihen, der damit Gutes tun würde. Sie sprach sogar unsere Muttersprache. Sie sagte, Mathurin Semgengur Egin Vegumhans. Gengur Egin. Genau, sehr beeindruckend. Du hast ihre Augen. Weißt du das? Danke, Cindy. Nicht anfassen. Was? Hab ich nicht. Werde ich nicht. Ich komme später wieder. Pass auf, wo du hingehst. Hier ist niemand Nettes mehr, seit alle Menschen fort sind. Also, ich verallgemeinere ungern, aber die meisten wollen einen umbringen. Klar. Ja, das habe ich mir schon fast gedacht. Zum Geschäft. Was? Sie haben einige Gegenstände verloren? Das sind Gegenstände, die sie auf dem Schlachtfeld hinterlassen haben. Hä? Bitte was? Wieso kann ich hier nichts machen? Hallo? Frostflamme. Halten, alles nehmen. Zauber. Ah, Symbol der Bedrohung. Vitalität erhöht. Abklingzeit erhöht. Runenkraft wird erhöht. Das Glück wird erhöht. Ein Zauber, der den zufälligen Wert erhöht. Okay. Dann Brustrüstung. Die könnte ich jetzt verbessern. Die ist jetzt aber auch von... Ja, die muss ja von mir sein. Für nur 700. Ja, das ist doch super. Zauberplätze 1. Dann machen wir das auf jeden Fall mal. Das wollte ich ja sowieso. Könntest du eventuell versuchen, das sauber zu halten? Nein, war nur so eine Frage. Alles gut, alles gut. Nö, kein Thema. Da brauche ich dann wieder so ein Stahlding für. Schade. Klauenküche, das war von ihm. Ach du Schande. Da brauche ich so viel Silber für. Also noch etwas für dich? Ah, die kann ich mit der Frostflamme verbessern. Ja, am besten lässt du meinen Bruder nicht nochmal in die Finger bekommen. Aber falls doch, sag ihm, er soll seinen Stahl länger härten, sonst verzieht sich die Schneide. Okay, perfekt. Moment. Verbessern. Herstellen. Ja. Ich habe jetzt meine verbessert und damit kann ich die noch herstellen, oder was? Ja, toll. Na gut, das war jetzt, glaube ich, nicht so teuer. Schulterschutz, das ist aber alles nur Silber. Allerdings brauche ich dafür schon 8000, 8000. Das heißt, die beiden kriege ich schon nicht zusammen hin. Die beiden würde ich noch hinkriegen, wobei das nichts verbessert, außer die Abklingzeit. Details, reduziert die Wiederverwendungszeit von Runenangriffen, Beschwörungen und Talismanen. Okay. Verstärkte Rüstung. Macht aber die Abwehr schlechter. Was soll denn der Quatsch? Also, das macht auf jeden Fall die Stärke besser. Das ist Schulterschutz. Und das Ding sieht wirklich scheiße aus, mal ganz ehrlich. Reduziert den erlittenen Schaden. Ist natürlich nicht erhöht das maximale, die maximale Gesundheit, schwächt die Reaktion auf gegnerische Angriffe. Das wäre natürlich nicht schlecht, weil da habe ich nämlich nicht so viel von. Und das andere erhöht die Stärke allerdings nochmal um 8. Achso, und die Abwehr. Ne, Moment, das ist der Schulterschutz. Doch. Nee, dann ist das aber definitiv besser, würde ich sagen. Dann stelle ich das mal her. Einfach nur perfekt. Ausrüsten.
So. Achso, wir haben nur noch 4500. Okay, dann können wir eh nichts mehr machen. Die habe ich mir doch eben angeguckt. Einfacher zur Abwehr. Aber die Stärke wird dann dadurch schlechter gemacht. Das ist auch nicht so toll. Giftrüstung. Das wird auch nicht gerade verbessert. Dafür habe ich alles kein Geld mehr. Dafür hätte ich noch Geld. Abklingzeit und Stärke wird verbessert. Hohe Bonusaktivierungschance auf einen Segen. Da werden die Runen mit verbessert. Geringe Bonusaktivierungschance auf einen Runensegen bei jedem erfolgreichen Präzisionswurf. Ja, weiß ich jetzt nicht so genau, ob das jetzt wichtig ist, ehrlich gesagt. Ich tendiere jetzt noch zwischen den Runen oder Stärke und Abklingzeit. Aber ich denke mal, ich werde irgendwas mit Stärke und Abklingzeit nehmen. Präzision bei jedem erfolgreichen Exekutionsspalter. 3 und 2. Ja, ich denke mal, ich werde das nehmen. So, Talisman haben wir sowieso jetzt kein Geld mehr für. Und was ist hiermit? Die Brustrüstung, damit das mal weg ist, klicke ich das mal kurz an. Und den Axtknauf. Oh, den könnten wir sogar noch verbessern. Ja, dann machen wir das doch. Wenn du meinen Bruder nicht mehr siehst, sag ihm, Griffel weg von meiner Axt. Und dann sind wir auch schon wieder pleite. So, ja, dann würde ich eigentlich sagen, bevor ich jetzt dieses Rätsel lösen muss, wahrscheinlich muss ich da schnell die... Da drüben ist ein verheddertes Boot. Ja, ja, das ist mir schon klar, Junge. Ja, ich vermute mal, ich muss da irgendwie schnell oder so die 3 Dinger gemacht haben oder vielleicht auch in der richtigen Reihenfolge oder was. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ich werde mich da auf jeden Fall in der nächsten Folge drum kümmern und sag jetzt erstmal bis zur nächsten Folge. Ciao!